So. Ja, was habe ich jetzt offstream gemacht? Ich habe einmal hier die Blumen ein bisschen sortiert, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Ich habe die Küche fertig gemacht. Quasi nur sortiert und mit Schildern beschriftet, alles soweit. Hier mal mit der Nahrung ein bisschen mehr Platz jetzt. Ja, ist natürlich nicht, sind natürlich nicht voll die Schränke, ne? Aber vorbereitet. Dann haben wir theoretisch. Achso, hier haben wir noch einen Schredderer jetzt aufgebaut, also einen Recycler, der die Items recycelt. Es ist ziemlich umständlich, ne? Weil du musst hier immer einen einzelnen reinpacken, anschmeißen. Dann kommen da die Ressourcen raus. Also dementsprechend etwas umständlich, aber besser als nichts. Man freut sich über kleine Dinge. Das Genlabor ist soweit vorbereitet, da brauchen wir nur noch die Maschinen. Die Schränke soweit alle schon mal da. Aber damit beschäftigen wir uns dann später, wenn wir dann soweit sind. Und jetzt hier das Lager. Und da haben wir hier alles soweit fertig. Oh, hier hinten ist noch nicht beschriftet, aber es steht ja oben nochmal dran, was reingehört. Ansonsten sind die Dinger alle komplett durchbeschriftet und durchsortiert. Hier hat sich auch noch mal ein bisschen was geändert. Iridium und Uran ist nach vorne gerückt. Hier haben wir Pulsarquarze und Raketentriebwerke und Stoff und Biokunststoff. Hier hinten ist tatsächlich noch komplett frei, aber ich glaube gesehen zu haben, dass noch Ressourcen dazugekommen sind. Das ist ja quasi die Sortierung aus meinem privaten Spielstand von damals. Nur so als Hinweis, warum ihr euch fragen solltet, warum das genau so geworden ist, habe ich damals ewiger Kleinarbeit ausgefummelt, mir das System. Und darum wollte ich dabei ganz gerne bleiben. Ist, denke ich, auch nicht das Schlechteste. Vielleicht gibt es auch andere wieder, die ihr System bevorzugen und sagen, nee, was ich da habe, ist völliger Murks. Aber das ist ja immer alles Geschmackssache, nicht wahr? Gut, jetzt haben wir ganz viel gesabbelt und auch ganz schnell. Dementsprechend schnappen wir uns noch ein Wasser und gucken, dass wir einmal ins Pilzbiom kommen. So, mittlerweile, ihr seht, daran seht ihr auch ein bisschen, dass ich ein bisschen weitergemacht habe. Hier vorne, da wo meine Maus hin zeigt, da ist die Rettungskapsel. Man sieht es noch ganz leicht, weil das Wasser ein kleines bisschen dunkler ist, aber ansonsten ist sie schon komplett weg. Dann sieht man auch ein bisschen oben 22,3 MTI an Fortschritt. Ich glaube, was haben wir ausgemacht? Bei 20? 20 glatt, also 2,3 MTI haben wir nochmal vorangebracht. In der Offline-Zeit, also nicht allzu viel tatsächlich. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Schränke gebaut, beschriftet, sortiert. Und so weiter. Nochmal die Schränke leicht umplatziert, wo es nicht ganz gepasst hatte. Ihr hattet das von dem Stream gesehen. Das haben wir nochmal ein bisschen korrigiert. Und ansonsten noch nichts weiter gemacht. So, dann flitzen wir hier einmal schnell durch. Eisen, die fünf Schränke sind komplett leer. Das Lagersystem, sowohl im eigentlichen Lager als auch in der Küche, als auch im Genlabor, haben die Bestände an Eisen komplett geschreddert. Da müssten wir dann irgendwann auch wieder weiter farmen. Das hat das also die ganzen anderen. Ich habe auch ein bisschen von dem anderen Zeug verbraucht.
aber bei weitem halt nicht die Menge wie beim Eisen. Allerdings ist jetzt, glaube ich, auch der ganz große Eisenfresser mit den Schränken ist jetzt erstmal durch. Den einen oder anderen Schrank bauen wir natürlich nochmal später, aber das der ganz große Verbrauch ist durch. So, noch einmal Luft. Lichtwechsel. Regnet jetzt auch wieder. So, wir müssen jetzt im Prinzip ins Labium und dann da an die Felstreppe. Da machen wir den Eingang zum Felshöhlenbiom. Gucken wir mal, ob das nennen möchte. So, da links ist der Abschutzstelle, die wir leer gemacht haben. Des letzten Streams. So. Ich weiß nicht mehr genau warum. Ich weiß nur, dass das Pilzbiom irgendwie wichtig war. Eisen mitnehmen. Eine Kiste. Komplett volle Kiste tatsächlich. Komm schon wieder nicht ins Pilzbiom, das ist echt. Weil wir vorher wieder voll sind. So, Lithium brauchen wir von den Dings. So. Haben wir noch Titan, so wir brauchen Titan einmal für das Teil und einmal dafür Eisen haben wir noch, einmal Titan noch und dann hätten wir es. Ich dachte, es sieht gerade aus, als hätte man einen hässlichen Sepia-Filter drauf. So, dann müssen wir mal gucken. So, irgendwo hier muss der Eingang sein. Wirklich. Wir müssen aufpassen, dass das Teil irgendwie nicht glitchy. Was stimmt jetzt allgemein mit der Grafik nicht? Kann das sein? Sieht alles so schlecht aus hier. Moment. So. So, das sieht schon wieder besser aus. Alle Zeiten in dem Spiel recht. So. Robert war da gerade. Robert hat gerade die Grafik zerhackt gehabt. Nee, Robi, dafür hatte ich leider keine Zeit. Mache ich heute Abend ganz in Ruhe. Weiteres Spiel klingt auf jeden Fall super interessant. Mit dem Factory-Bau. Das klang auf jeden Fall alleine von der Beschreibung her sehr interessant. So, wo ist jetzt hier der Eingang? Huh?
war das? Aha, hier kann man durchgucken durch die Welten, kommen aber nicht durch, ich verstehe. So, aber bin ich schon wieder lost? Das ist hier schon wieder das, der Eingang zum Pilzbiom. Ich glaube, ich habe die damals schon zwei, drei Mal gesucht dann. Ich hatte mir dann, glaube ich, tatsächlich einen Sender reingebastelt. Um es besser zu finden. So, dann gucken wir mal. So, irgendwas könnte man hier auch finden, bin ich der Meinung. Okay, haben wir schon mal eine goldene Kiste, das ist schon... Nicht schlecht. Ach, das meinte ich gar nicht. Ja, genau, hier konnte man so eine Dinger einpacken. Stimmt, irgendwas war damit und dann öffnen sich hier irgendwelche Tore. Ja. Müsste ich nur gucken, wie die, wo ich die Dinger herkriege. Stimmt, da war was. Ich glaube, das Ding finde ich hier irgendwo woanders. Ändert alles nur nicht so lange her, wie ihr wisst, was ich erzähle. Aber an sich ist ja auch ganz cool, sie entdecken wir zusammen das Spiel nochmal neu. Das ist einfach nur ein Wow. Ein Sound einfach nur. Zwegge benutzt dieses ganz gerne, diesen Sound-Alert, wenn er findet, dass ich ihn, weiß nicht, schlecht gemacht habe zum Beispiel. Das ist immer so, wow, echt jetzt? So nach dem Motto. Nutzt er es. Wie es jeder nutzen möchte, ist ihm überlassen, Ruby. Also ihr seht schon, Ressourcen gibt es hier gar nicht so viele. Ach, hier ist doch was. Genau, hier wartet. Ressourcen gibt es hier gar nicht so viele tatsächlich. Hier noch irgendwas? Nee, nur das Ding hier.
es hier einen sehr unübersichtlichen. Genau, Ruby, das ist die Lexi. Die Lexi hat hier ihre eigenen Emotes. Tatsächlich hat sie aktuell zwei. Plumps. Ohne Platschgeräusch, einfach nur Gluck Gluck. Verstehe. Ein animiertes und ein normales Emote. Und ein normales Emote ist noch vorgesehen, wenn irgendwann mal die Subpunkte ausreichen. Da gibt es theoretisch noch ein Lexi Schläf-Emote. Was ihr übrigens sehen könnt auf Instagram, da sind die nächsten Emotes, die dann irgendwann freigeschaltet werden können, auch mit drauf. Aber irgendwie, ich finde schon wieder nicht den Ausgang. Irgendwo hier am Rand liegt das Ding gebaut. Müssen wir mal gucken, zur Not müssen wir gleich noch den nächsten Sauerstofftank nehmen. Jetzt aktuell im Real Life, meinst du? Zu nehmen wir und pennt und furzt. Das, was ein Boxer immer macht. Schnarchen und furzen. So, hier ist der Sockel. Da oben müsste irgendwo der Sauerstoffkabine sein. Genau. Perfekt. Da konnten wir uns wenigstens unseren Sauerstofftank noch aufheben. Das ist tatsächlich ein Singleplayer, ja. Singleplayer-Spiel. Finde ich auch schade. Ich fände es auch cool, wenn es Multiplayer wäre. Das hier ist zwar zu lesen. Okay, Wasser. Glück haben wir noch bei. Ist noch mehr zu lesen. Warte mal. Stand irgendwas drauf. Nee, hier kommt kein Boss. Das ist nur ein Rätsel in dem Sinne. Da sieht man ein riesen Raumschiff. Aber ihr kommt tatsächlich nicht hin. Ich habe schon versucht runterzuspringen in meinem privaten Spielstand. Aber es gibt hier, also es gibt keine Gegner in dem Sinne. Das ist einfach nur, sind einfach nur die Hinterlassenschaften einer Zivilisation. So, warte mal, Machen wir mal davon einen Screenshot. Weil irgendwas hatten die Zahlen zu bedeuten. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch.
fragt mich nicht mehr was. Ich könnte mal fast meinen, wa? Und ich glaube, das war's dann auch schon tatsächlich aus dem Pilzbiom. Das Wichtige. Wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir zurück in der Base erstmal noch ein bisschen das Terraforming pushen, indem wir mehr Hetzer setzen. Irgendwo sind wir falsch abgebogen. Ich denke nicht, Bobby. Jetzt bin ich gelandet. Ich wollte da ja nicht hin. Hat einer mein Zuhause gesehen? Ich weiß nicht mehr, wie ich nach Hause komme. So, da sehen wir uns nochmal einen neuen Orientierungspunkt an. So, da ist das Biom. Bist du da wirklich in die Richtung? Doch richtig. In der Luft, ich verstehe. So, wo ist denn jetzt die Felsspalte hin? Warum laufe ich denn hier überall in der Luft? Stimmt da schon wieder irgendwas nicht. So, hier ist die Uranhöhle. Orientierung gerade wie eine Kartoffel.
So. Haben wir einmal. Kürbis haben wir einmal und Bohnen auch. So, dann haben wir Eisen. Silizium. Magnesium, Kobalt auch, wieder nicht aufgepasst. Sind direkt verhungert. So. Es gibt immer noch ein paar Sachen, die einfach nicht miteinander wollen. Stäben habe ich immer noch mal das Problem, dass dann die Stäbe nicht zusammen reinpacken kann. Dass sich das einfach blockiert. Ich weiß nicht genau warum. So, Osmium haben wir auch. Und einmal Alu. So. Jetzt müssen wir noch einen Platz finden für den. Vorne bei dem Sauerstoff mit rein. So. Dann sind wir jetzt im Prinzip wieder leer und können mal gucken, was brauchen wir, um Heizung zu bauen. Iridiumstab. Dann können wir den gleich erstmal verkraften, der da so quer liegt. Der nicht mit den anderen harmonieren will. So, Silizium, Titan und Alu. Einmal Silizium. Titan. Und einmal Alu. So, dann bauen wir erstmal unten ein Einheitsding, damit dieser einzelne Stab weg ist. Und dann holen wir uns noch mehr für Mehrheitskörper. So, hier haben wir auch noch ein bisschen, habe ich noch ein bisschen weiter gemacht. Einfach nur Einteilung, ne? Hier kommt die Energiezentrale, sprich die Kernfusion. Kernfusionsreaktoren. Die kommen dann hier rein. Hier unten kommt der Garten rein mit den ganzen Bienen und Schmetterlingen und Beeten und was nicht alles dann noch kommt. So, und hier hinten haben wir die Heizzentrale. So. Damit haben wir jetzt erstmal die Energieversorgung gecrashed. Das Problem ist halt, ich würde gerne auch Kernfusionsreaktoren bauen, also Kernreaktoren. Fusion kommt erst später. Aber die brauchen 3 Wasserflaschen. Einmal Wasser. Und das ist ein bisschen viel.
Auch wenn sie erstmal recht viel Energie machen würden. Ich bin überlegen, ob wir einen erstmal aufbauen. Bei 331, dann müsste ich eine ganze Menge von denen hier aufbauen, um das gleiche zu erreichen. Komm, einen bauen wir. Einen bauen wir. 1, 2, 3. Machen wir noch. Haben wir Schwarzpulver? Haben wir gar nicht. Wie war das mit dem Schwarzpulver herstellen? Hier nicht. Menschenskind, wo war denn das? Ich war schon wieder gestorben fast. Ich weiß, dass man es irgendwann auch findet in Kisten und so weiter. War dann das mit der Herstellung? Ich glaube, im Biolabor hat man das hergestellt, was wir noch nicht haben. Was wir noch nicht haben. Ja, dann können wir den gar nicht bauen, dann könnten wir höchstens den bauen. Schön, dass man den schon freischaltet, bevor man das Schwarzpulver freischaltet. Okay. So, aber auch der bringt ordentlich erstmal was. Oder mehr als so ein Solarteil. So, zwei grüne. Müssen wir tatsächlich hier draußen bauen. So, dann haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Strom über. Das heißt, jetzt können wir erstmal noch ein paar Heizungen bauen. Wie viel braucht einer? 17. Und dann können wir eigentlich erstmal noch ein paar bauen. So. Machen wir 5, wa? 5 zusätzlich noch. So. 5 mal Silizium. Und mal Titan. Und 5 mal Alu. Sollte die Wärme etwas schneller steigen. Und damit auch die MTI insgesamt. So,
Dann sollten wir vielleicht eine Raketenplattform bauen, damit wir Raketen hochschießen können, die das alles auch beschleunigt. Dazu brauchen wir dreimal die Legierung. Dreimal Titan. Und dreimal Eisen. Oh, haben wir noch dreimal Eisen? Doch, gerade so. Mal vier. So. Dann gucken wir mal, was wir als erstes für eine Rakete bauen können. Das hat sich ja so abwegig mit den Sätzen. Ich hab das schon wieder alle total vergessen. Also, ich weiß, dass ich das in meinem privaten Spielstand weiter weggesetzt hatte. Ich hatte mich schon gewundert, warum, weil ich das nicht direkt an die Base rangesetzt habe. Aber ich erinnere mich, dass ich das irgendwie was abwegig hatte. Ich glaube, jetzt ist hier das Problem, dass hier die Sachen am Weg sind. Alles halt auch riesig, ne? Ich weiß, dass ich es irgendwo hier in die Ecke gestellt hatte, in meinem privaten Spielstand. Kommt er ja nicht hoch und dann macht er auf immer gleich. So, jetzt haben wir das. Da liegt noch was, das könnte natürlich im Weg sein, war. Deswegen ja. Oh. Oh, ja, so. Die ist dann vielleicht auch von hier aus dahin gesetzt. Oder wir fallen wieder runter. Das ist fast genau. Da wollen wir was hinkriegen. Nicht ganz geil, weil doch ein Stück Abstand ist. Aber besser als nichts. Zum Glück haben wir hier unten auch noch einen Eingang. So. Und jetzt gucken wir mal, was wir brauchen. Eine Rakete. So. Asteroiden. Das gibt einmal, also da kommen Uran-Asteroiden und es gibt einen Wärmeerzeuger-Bonus.
Okay. Sind alle Satellitenteile. So, dann würde ich sagen, nehmen wir als allererstes so eine Rakete. Das heißt, Kobalt und Kobalt und Legierung. So, Kobalt. Legierung und ein Raketentriebwerk. Uran ist natürlich nicht das geilste, davon brauchen wir tatsächlich gerade gar nicht so viel. Wupp, so schnell geht das, ne? So schnell geht das. Bei manchen muss man dann noch warten, bis man rankommt, bis die Brocken gespawnt sind. Aber neu. Also, ich bin der Meinung, wo ich es gespielt hatte, war es nicht möglich, sich auszusuchen, was da rauskommt. Es waren halt immer irgendwelche seltenen Ressourcen schon, aber es war immer so eine kleine Überraschung quasi, was am Ende runterkommt für eine Rakete. Also für das Astronomen. Das kannst du gut erkennen, aber ich nie besitzen.
wir möglichst schnell Seewassersammler freischalten. Schwierig. Mal gucken, ob wir hier. So. So haben wir auch. Apropos, jetzt müssten wir theoretisch da hinkommen mittlerweile schon. Irgendwo war jetzt hier so was. Vorsprung, eine versteckte Höhle, irgendwie sowas. Bin ich der Meinung. Wo man erst hingekommen ist, wenn das Wasser gestiegen ist. Das ist nicht richtig. Wir sind wieder im Glitch gefangen. Ach, das war hier irgendwo. Vielleicht müssen wir noch warten, bis noch weiter das Wasser steigt. So, wir gucken mal, ob jetzt hier die Steine, soweit die spawned sind, die Trümmer rocken. Werden die restlichen Dinger ankommen? Nein. Sind sie immer noch nicht. Junge, wie lange braucht denn das? Ah, jetzt fängt es an zu despawnen, glaube ich. So, was schalten wir denn über die Wärme als nächstes frei? Den Kernfusionsreaktor, allerdings erst bei 750. Das wird noch eine Weile dauern. So, Luftdruck, da wird der Gasextraktor. Mal leer. So, wir fangen ja von hinten an. So.
Unser Wasserproblem ist natürlich auch nicht wirklich besser geworden. Die Gesamt... gesamten Terraform... der Terraforming-Index quasi. Hier, der steigt immer noch zu langsam. Der steigt immer noch zu langsam. Weil der ja dann hier bei 50 den hier freischaltet, den Seewassersammler. Jetzt haben wir jetzt insgesamt 46% von Seen. So, was haben wir denn jetzt noch, was das hier beeinflusst? Wir könnten erstmal mit den Dingern hier... Das braucht ja auch, bringt ja kaum was an Sauerstoff. Allerdings haben wir irgendwas anderes, was Sauerstoff generiert. Die Dinger ein bisschen Luftdruck. Okay, wir können noch mehr Bohrer aufstellen. Das bringt ein bisschen Wärme, ordentlich Luftdruck. Wir können aber auch einen Extraktor aufstellen. Das bringt mehr Wärme und fast genauso viel Luftdruck. Atmosphärischer Wassersammler. Warum nehmen wir da nicht Ditte? Wird nicht auch funktionieren? Probieren es mal. So, was haben wir an Eisen noch? Stellen wir davon einfach ein paar auf. Ich bin gar nicht. Ist der schon immer da gewesen? Ich weiß es gar nicht. So, wir können drei Dinger bauen. Dreimal Silizium. Dreimal Magnesium. Dreimal Kobalt. Dreimal Alu war's. Noch. Legierung. Nee, das ist Schwefel. Guck mal, jetzt ist das Ding auch frei. Können wir mal schnell einsammeln. Da hinten ist noch was frei liegt, was eben blockiert war. Ah, da hinten leuchtet schon was, da hinten leuchtet noch mehr. Mal gut.
Hinten nicht natürlich, oder? Ist egal. Ist egal. Wir haben ja mehr als genug Uran tatsächlich. So, dann setzen wir die Teile einfach. Okay, die haben eine Größe. Die brauchen hier einen gewissen Stromverbrauch. Aber wenn die jetzt Wasser sammeln, dann können wir ja theoretisch Wasser verwenden, um noch ein, zwei Kernreaktoren zu bauen. Dann sind wir da ja. Wäre ja dann quasi Win-Win. So, was brauchen wir noch für die Dinger? Zwei grüne Stäbe. Und dreimal, also sechs. Superlegierung. Bei drei. So. So, die müssen wir wieder draußen entstellen, mit denen passen die ja nicht hin. Jetzt produziert mehr Wasser. Tatsächlich. Das wäre natürlich die Lösung fürs Wasserproblem. Gut, dann lassen wir den mal rödeln. Und wir. Was machen wir als nächstes? Wohin mit uns? Wir können an sich die Höhle leer looten. Beziehungsweise Eisen bräuchten wir halt auch wieder, ne? Wenn unser Eisenvorrat wirklich komplett gone ist. Was verbuggt gerade. Das gibt's ja gar nicht. Keine Ahnung. Reicht meine Geduld gerade nicht, um mich mit so einem Mist zu beschäftigen. Mich durch irgendwelche gebuggten Sachen umzufriemeln. Noch Eis? Oh, sehr schön. Hier liegt sogar noch Eis. Okay, hier liegt doch immer überall Eis. Warum? Ein Wintereinbruch.
So. Oder später eh räumen, weil wir da dann unsere Bohrer, die jetzt noch hier stehen, dann da reinbuxieren, wo die Dinger irgendwann echt riesig sind und dann doch das schöne grüne Landschaftsbild zerstören später. So, Eisen. Eisen hat man ein bisschen was. Titan. Eis auch. So. Silizium. Magnesium und Kobalt. So. Dann schnappt man zwar mal eine zweite Sauerstoffflasche. Einmal Wasser noch. Und zu futtern hauen wir uns rein. Gucken wir mal die Wassersammler, ob die schon mal gemacht haben oder ob das deutlich länger dauert. Oh, zweimal Wasser haben wir schon pro Sammler. Das ist doch sehr gut. Wir müssen jetzt nur daran denken, dass wir Dinger regelmäßig leer machen. Und dann passt das. Man kommt da nicht komplett ran, ne, um es komplett abzubauen. Keine Ahnung warum. Mal schauen, ob wir in der Höhle noch mehr Eis finden. So, hier haben wir noch ein bisschen Iridium. Durch das große Lager eigentlich mehr als genug Platz für alles. Dementsprechend sammeln wir hier auch alles. Okay, da liegt noch Eis.
gucken wir mal. Müssen wir gleich nochmal die Wassersammler einmal leer machen, bevor die volllaufen und nicht mehr produzieren. So, ein bisschen Eisen. Mal Titan hatten wir auch. Wupp. Ein bisschen Eis. Wupp. Und dann haben wir noch ein bisschen Iridium. Zack. So, und weiter geht's. Vorher machen wir aber noch schnell die Wassersammler leer. Da sind sie nämlich schon voll. So. Halt Quatsch. Und wenn du denkst, du kannst dir hier den Watz vollschlagen mit meinen Bohnen und Zwiebeln, dann werde ich dir gleich mal eine Zwiebel. Da wird sich die Lexi aber freuen. Sekunde. Müssen wir schnell ein Leckerchen holen. Vielen lieben Dank, Robi. Die Lexi freut sich gar fürchterlich. So. Da wurde auch endlich mal der neue Alert benutzt, den ich fürs Leckerchen eingegeben habe, damit ich es nicht mehr überhöre. Oder übersehe, besser gesagt. So. Jetzt zocken wir natürlich hier. Haben den ganzen Sauerstoff verbraucht. So, das Eis nehmen wir noch mit. So. Meinst du den Film mit Bud Spencer? Oder meinst du einen anderen Hannibal? Ich habe ihn schon gesehen, ist aber schon eine ganze Weile her tatsächlich. Also ich habe
alle deutsch synchronisierten Filme mit Bud Spencer und Terence Hill, ob zusammen oder einzeln, ich habe alle gesehen. Alle deutsch synchronisierten. Es gibt, glaube ich, zwei, drei, die haben sie nicht synchronisiert. Aber ansonsten habe ich alle gesehen. Aber ich glaube, der Hannibal, also ich muss sagen, mir gefallen die Filme, die witzigen Filme, die humoristisch mit dem ganzen Thema umgehen, auch mit dem Thema Gewalt und so weiter, gefallen mir besser, ne? Die lustigen Filme. Die ernsten, weiß ich nicht. Ich muss auch sagen, ich habe zuerst natürlich alle lustigen Filme gesehen mit den beiden und konnte mich dann mit den beiden mit einer ernsten Rolle nicht mehr wirklich identifizieren. Das hat für mich nicht ganz so zusammengepasst, dass die auf einmal einen auf ernst gemacht haben. Und dadurch fand ich den nicht ganz so geil tatsächlich. Ansonsten, ich liebe die beiden Schauspieler. Als Bud Spencer gestorben ist, das war einer der traurigsten Tage. Ne? Auch wenn er sich natürlich seine Ruhe redlich verdient hatte. Ich finde witzig, dass Terence Hill tatsächlich Deutsch kann. Ich weiß gar nicht, war er in Deutschland geboren oder hat er nur eine Weile in Deutschland gelebt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er Deutsch kann. Okay. Das sagt mir gar nichts. Also, vielleicht kenne ich es, ohne das jetzt mit dem Namen in Verbindung zu bringen. So, wir müssen einmal wieder ernten, ansonsten haben wir bald nichts mehr zu futtern. Halt Bud Spencer und Terence absolute Liebe, absolute Kindheitserinnerung. Das ist eine Art von Film und Humor, die es in meinen Augen einfach nicht mehr gibt.
bisschen Eis finden, dann kriegen wir wenigstens vielleicht einen Schrank voll. Und noch ein bisschen was in Reserve haben zum Craften später. Aber wie gesagt, wir werden es definitiv immer zum Craften brauchen. Die Höhle soweit leer, in die andere Richtung, da ist noch ein bisschen was. Nee, guck ich mal, Trevor. Ja, ja, beide. Beide haben ja auch humoristische Filme alleine gedreht. Das ist tatsächlich richtig. Terence Hill zum Beispiel, der Supercop fällt mir da ganz spontan ein. Nobody, ja, die Nobody-Reihe. Ruby, Subnautica habe ich sogar schon gestreamt. Kannst du gerne bei YouTube nachschauen. Don Camillo. Keiner haut wie Don Camillo, ne? Die Don Camillo-Reihe. Und Bud Spencer halt mit Plattfuß zum Beispiel. Die Plattfuß-Reihe. Der Bomber. Sie nannten ihn Mücke. War auch noch groß. Okay, wir sind wieder. Da hinten ist noch Eis. Also die haben auch beide. Ich will mir ein bisschen alleine sehen. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe vor kurzem erst gesehen, dass es einen gibt. Sogar noch einen zweiten Teil. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also. Genau, zwei Teile gibt es da. Und ich fand halt die Stimmen tatsächlich. Ich denke mal, das werden die englischen Originalstimmen sein, aber dann, es catcht mich dann halt nicht, wenn es nicht die deutschen Originalstimmen sind für ein deutsches, also wenn sie es in Deutschland rausbringen. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist ganz vereinfacht, Robi. Das ist keine High-End-Grafik Engine 5. Das ist sehr einfach gehalten. Wie gesagt, was ich persönlich immer noch feiern würde, wäre ein Stargate-Spiel. Dann könnt ihr wissen, dann spiele ich 24/7 hier auf dem Kanal nur noch Stargate. Stargate war von der Serie her auch absolute Liebe. So eine Serie, die ich mir immer mal wieder nebenbei angucken kann und wo ich mittlerweile mitsprechen kann. Entwickelt wird.
einem einzelnen Programmierer, der da schon ewig und seit 3 Jahren dran programmiert, weil er halt doch alleine ist und bis jetzt noch nicht ganz so viel fertig hat. Und wir reden hier nur von Location, nicht mal von irgendwelchen Missionen und Gegnern und so weiter. Sondern rein nur die Locations hat er fertig programmiert mit dem SG Center. Zwar wahnsinnig detailliert, keine Frage. Also der steckt da echt viel Mühe rein und versucht es wirklich detailgetreu zu machen. Was wahrscheinlich auch noch mit am meisten Zeit lassen wird. Aber ich will es halt auch irgendwie, ich würde halt gerne ein Stargate-Spiel spielen, bevor ich 70 bin. Weil wenn er weitermacht in dem Tempo, wird halt nichts in den nächsten 50 Jahren. Und ich verstehe tatsächlich auch nicht, dass an dem Franchise noch keiner dran ist mit einem Videospiel, mit einem anständigen. Ist das schon wieder, jetzt schon wieder was verbuggt? Das geht. Und mit dem Eis? Das geht nicht. Ich meine, klar sind die Leute vorsichtiger geworden, nachdem die letzten 2 Stargate-Serien mehr oder weniger gefloppt sind. Aber ich glaube, das liegt weniger am Stargate-Franchise an sich, sondern mehr an der Umsetzung, glaube ich. Genau, als SG-1 wobei, du darfst nicht vergessen, dann wäre das Spiel wahrscheinlich auch nicht so geil. Ne, weil es, überleg mal, wann SG-1 lief. Das ist ja ewig her. Und dann wäre das Spiel wahrscheinlich auch gar nicht so geil gewesen, weil die Möglichkeiten halt damals noch relativ beschränkt waren. Aber ich glaube auch, dass die Serie, also die, gerade auch die Hauptserie, immer noch genug Fans hat, dass ein Videospiel gutes Geld einbringen würde. Also das glaube ich schon. Storystränge weiter spinnen. Ne? Hat man ja bei Star Wars gesehen, wo sie in Videospielen gespielter Content am Ende zum Kanon gehört. Ne, mit Revan und Malak. Und so weiter. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu nerdy wird, ob die Leute überhaupt wissen, wovon man ich rede. Vermutlich nicht. Auf jeden Fall hat es bei Star Wars sogar so gut funktioniert mit den Videospielen, dass, wie gesagt, selbst Videospiel-Content später quasi fester Bestandteil der Star Wars-Geschichte war, der Hauptgeschichte vor den Prequels. Das ist schon cool. Natürlich muss man auch sagen, hatte George Lucas zu aller Zeit damals auch seine Finger mit im Spiel. Dementsprechend, es war egal, ob es Filme, Zeichentrickserien waren, ob es Videospiele waren, der hatte ja alles immer seine Hand mit im Spiel und hat auch darauf geachtet, dass es nach seinen nach seinem Geschmack ist. Ja, das stimmt.
Oh, wir können schon Jetpack 3 bauen, aber wir brauchen dazu immer noch Schwarzpulver. Und für Schwarzpulver brauchen wir immer noch Bio. Moment. Bio Popular. Das ist aber, glaube ich, nicht. Zeug Baumränder. Nee, das ist es nicht. Biodom. Nee, hier nicht. Und sehen, dass das unten geschaltet wird. Gucken mal. Halt. Ringwurst. So, wir gucken mal ganz kurz in die Biodom. Gucken wir mal rein. So. Biolabor, da wird es freigeschaltet. Mit Biomasse. So. Wie erzeugen wir jetzt Biomasse? Wie erzeugen wir Biomasse? Lass mich kurz überlegen. Algengenerator. Und Saatgut. Dazu brauchen wir Dünger. Dafür nicht, dafür brauchen wir Lima-Samen. Wie viel Dünger haben wir? Gucken wir mal schnell. Ich weiß gar nicht, produzieren die Dinger Biomasse? Hier steht nichts davon. Weißt du, es steht ja unten immer da dran, was es erzeugt. Da steht nur Sauerstoff und Energie. Nee, erzeugt Pflanzen. Okay, wir gehen erstmal den Schritt. Wir machen erstmal. Gucken wir, wie viel Dünger wir haben. Okay, wir können 3 so eine Teile bauen. Das heißt, wir brauchen noch 3-mal Legierung. Jetzt haben wir ja Wasser quasi. Jetzt können wir auch ein bisschen den ganzen Bums aufbauen. So. Dann setzen wir mal die 3. Können wir eigentlich schon wieder irgendwelche Bildschirme machen? Den haben wir. Biolabor vorgeschaltet. Das hat schon gereicht. Das ist sehr gut. So, was brauchen wir fürs Biolabor? Haben wir alles. Sehr schön. Das heißt aber auch, wir müssen einmal. Das Teil hier.
müssen wir die ganzen rausnehmen. Sonst können wir es nicht löschen. So, dann müssen wir wahrscheinlich von oben rein und es löschen. Moment. Und zwei, dann müsste es eigentlich das hier sein. Schwupp. So wurde zwar nicht gedacht. So, dann müssen wir jetzt einmal die Teile ins Biolabor. Jemand hat die Treppe geklaut, da. So. Genau, jetzt ist hier das Ding weg. Und wir brauchen 2 Osmium. Wir brauchen eine Superlegierung. Und wir brauchen einmal Alu. Wie geht das? Also die Pflanzenstreuer bringen auch Biomasse. Gut zu wissen. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, dass das Ding richtig rum drin steht. Noch die Rückwände, die anderen Fenster rausgezogen. Komisch, komisch. So, ja, hier ja auch. Dinger, weil anscheinend haben sich die zum Aufheben der Box auch die Außenfenster aufgelöst. Das heißt, wir brauchen mehr Eisen und mehr Kobalt. So, dann machen wir das erstmal alles wieder schick. Ihr wartet richtig. So. Was ist denn das? Irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Welch seltsam. So, das passt alles. Rein und hauen da auch wieder das Schild dran. Okay, wir haben es tiefer gesetzt hier. Schild wieder weg. So, hier können wir jetzt auch den ganzen Bums herstellen. Ast rein. Mit dem Dünger können wir dann natürlich mehr von den Pflanzensammlern stellen. Düngerstufe 2 haben wir sogar auch schon. So.
brauchen wir Algensammler. Algensammler braucht Biokunststoff. Biokunststoff haben wir. Da. So, 8 Stück. 8 Auberginen. Wir müssen zwischendurch was futtern, sonst verhungern und verdursten wir. Haben wir. So, mit dem Wasser quasi können wir jetzt, haben wir ganz andere Möglichkeiten. Das Problem ist, ich würde halt gerne warten, bis der See ganz oben ist. Obwohl, wir können die Dinger ja später nochmal abbauen. Also, wir setzen die Dinger erstmal. Titan. So. 8 Auberginen. Ich weiß gar nicht, ob wir genug Platz haben, um alles in achtfacher Ausführung. Sieht nämlich nicht so aus. So. Superlegierung. Hier 6, 8. So, und Magnesium. So, jetzt haben wir alles außer immer das Wasser, das müssen wir dann immer noch nachholen. Aber das können wir ganz gut draußen aus den Dingern holen hier, aus den Wassersammlern. Da müsste ja schon wieder was nachgekommen sein. Müssen wir hier eigentlich noch. Wir müssen hier noch Blumen reinpacken. So. Später müssen wir die Dinger dann umsetzen, weil das Ufer sich dann verschiebt. Weil, wie gesagt, es wird noch bis hier oben rangehen. Das Wasser.
Ding, zack. So, jetzt müssen wir drei Blumen noch sammeln. Das heißt, wir nehmen und da reinpacken. So, schwupp, kommen gleich die Blumen hier. Blumen kommt tatsächlich ein bisschen sehr schnell, wie ich finde. So, mit dem Algenzeug, das gewachsen ist, müssen wir mal tauchen und das Zeug einsammeln. Dann hier so eine lange Zuppeln dran. Dann können wir das einsammeln und aus dem Zeug können wir dann das entsprechende Zeug craften. Wir können mal gucken, dass wir noch mehr von den Pflanzteilen herstellen. Ich weiß gar nicht, ich glaube den V-Tube habe ich nicht, den T3 habe ich nicht gemacht, weil der so groß war. Ich weiß gar nicht, ich glaube der T4 ist dann wieder genauso groß wie der T2. Oder? Ich habe den T... Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste gucken tatsächlich. So, die Dinger brauchen Eis. Der bräuchte Wasser. Dann bauen wir jetzt erstmal, solange wir nicht so viel brauchen vom Platz her, bauen wir erstmal die T3. Wie viel Wasser haben wir jetzt? 2,4. Das heißt, wir brauchen 8 mal Silizium. Und 4 mal Magnesium. Und 4 mal Alu. Alter, wir haben jetzt nicht den Eigendings 2 freigeschalten, ne? Die Dinger produzieren halt richtig gut Sauerstoff, ne? Vor allem die Dinger nur 0,8 Pflanzen pro Sekunde, die Dinger einfach 23 pro Sekunde. So machen sie ja Step nach oben. Was ist von der Herstellung her? Brauchen wir denn Dünger? Das heißt, wir müssen jetzt erstmal abwarten. Das scheint ziemlich scheiße schon wieder zu sein, dass man nicht drinnen setzen kann. Ja, wir bauen ja nachher dann alles noch um, wenn wir die richtigen Sachen freigeschaltet haben.
Hammer. Dann jetzt. Wir müssen ja jetzt im Prinzip wieder mal Biolabor. Für das Zeug brauchte man auch die Algen, genau. Das heißt, wir brauchen für 8-mal Dünger brauchen wir die Algen, damit wir dann den Algengenerator T2 zusammenbauen können. Beziehungsweise brauchen wir den noch 4-mal, warte mal. Biokunststoff mit Pilzen, sie lebt zum Wasser. Okay, dann müssten wir, würde ich sagen, bauen wir als nächstes ein paar Nahrungszüchter. Da brauchen wir Wasser und Alu und Eisen. So, 8 Stück. Brauchen wir 8-mal Eisen und 8-mal Alu und dann erstmal noch ein paar Nahrungszüchter bauen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Moment, Anbau. Bei Anbau kommen die rein. So, dann hauen wir da jetzt erstmal ein paar Pilzsamen rein. Wieder kümmern, das heißt, wir brauchen wieder 6-mal die Superlegierung. So, 6-mal. 2 so Stäbe. Und ich glaube 4-mal Wasser, ne? Genau. Dass wir unten noch wieder Wasser rausholen. So. Wir bauen gerade extrem viel, aber es verbraucht auch entsprechend viel Strom. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein paar Mal Wasser nach. So, mal das Wasser rein. So, das brauchten wir jetzt dann für den Biokunststoff. Den brauchen wir dann wiederum
Okay, achso, für den Dünger brauchen wir das gar nicht. Ja. Dafür brauchen wir Schwefel. Aber wir brauchten. Ach nee, Moment, wir brauchen. Doch, ist alles gut. Wir brauchten Biomasse, Biokunststoff hier für die. Für den T2. Wenn wir da 8 Dinger nicht setzen wollen, müssen wir. 16, brauchen wir 16 mal Kunststoff und wir haben aktuell nur 8 verbaut. Kriegen die ja wieder die 8 Stück, die wir bis jetzt verbaut hatten, in den T1. Kriegen wir ja wieder, wenn wir sie abbauen. Post, Kinders. Dementsprechend. So. So, wir brauchen Gasextraktor, dafür brauchen wir Luftdruck 100 MPa. Wir haben gerade mal 3,1. Das heißt, das wird erstmal noch nicht. So, Taschenlampe haben wir, glaube ich, schon den zweiten, ne? T2, genau. Biokopular 2. Was macht der? Erzeugt Baumrinde. Oh, und ordentlich Sauerstoff. 1450 pro Sekunde. Sauerstoff bald durch. Ist ja fast gecheatet, das Ding. Okay, aber da müssen wir Bakterienproben. Was brauchen wir für Bakterienproben? Auch Algen. Das heißt, wir brauchen als allererstes brauchen wir Algen. Gut, Dünger stellen wir dann eh her. Und das andere, Legierung und Schwefel, ist auch nicht das Problem. Okay, wir was futtern. Apropos futtern. Wir machen ganz kurze Pipi-Pause. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. So, da sind wir schon wieder zurück. So, das Trinken geht jetzt vielleicht davon an, wenn man weiß, dass man genug hat.
Eine Sekunde. Was wollten wir jetzt noch machen? Wir wollten... gucken, ob die Algen schon gewachsen sind. Genau. So. Oh, sind schon sogar schon. Perfekt. So, sammeln wir nämlich einmal ein. Nämlich auch perfekt. Wir haben kein Grünzeug in der Tasche, wir haben schon perfekt in Reagenzgläsern. Ist der super Sonderservice bei Algen. Ich finde es ganz cool gemacht. Es ist jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll zu farmen. Ne? Du schwimmst einfach unter deinen Dingern da lang, die du gesetzt hast, und sammelst die Dinger nacheinander ein. Aber es ist immer noch besser, als wenn du irgendwie nur an die Geräte umrangehen müsstest und sie da dir die fertigen Teile rausnimmst. Von daher ist es irgendwie schon ein ganz cooler Kompromiss zwischen einfach und nicht zu nervig. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ich finde, da kriegt das Spiel allgemein gut die Balance. So, wir brauchen 2 Bakterienproben, das heißt, wir brauchen noch Wasser. Da unten ist schon wieder was drin. Haben wir, aber wir haben keinen Platz. Sehr gut. Ast rein. So, wir hauen mal kurz hier bei Methan was rein. Ne, du kommst mit. So. Dreimal. So, dann können wir jetzt schon mal 2 Bakterienproben herstellen. Aber noch für Dinger brauchst du hier was? Aubergine. Weiß ich auch wieder, warum ich extra Auberginenfarm hatte. Nämlich genau dafür. Jetzt brauchten wir noch Schwefel. Jetzt macht gar nicht so viel Sinn, sich so viel Auberginenzeug reinzustecken. Nehmen wir mehr Ditte und holen noch Schwefel, weil Schwefel ist der Weg weiter. So. Jetzt ist auch wieder so ein Pinopel, der rumspinnt. Ne, warte mal. So. Also ist trotzdem ein Pinopel da, der rumspinnt, aber. Das soll beim nächsten Mal dann als erstes mit verkraften. Ist auch tatsächlich ein relativ neuer Bug.
So, was braucht, was haben wir jetzt? Wir brauchen dafür ein pro Teil. 8 Stück haben wir. Das heißt, wir brauchen 8 Stück. Haben wir. Aber Moment, wir. Nee. 2, 4, 6, 8. Das reicht ganz genau. Perfekt. So. Sind die Fische schon weg? So. Okay. Ich muss aber leider jetzt Schluss machen. Ich muss ihm helfen. Kurzfristig. Aber wir haben ja heute trotzdem insgesamt über 6 Stunden wieder Planet Crafter gestreamt. Ich habe Bock aufs nächste Mal tatsächlich. Muss mal gucken, dass es nicht ganz so lange her hin ist. Vielleicht gucke ich mal, dass wir es dann Donnerstagabend wieder spielen. Oder wir machen mal einen spontanen Stream am Mittwoch oder so. Müssen wir mal gucken. Das wäre dann aber eher spontan geplant. Ist ja bei mir mal Dienstag und Donnerstags und am Wochenende. Du hast kein Alu mehr? Guck mal, es gibt einmal ist hier in der Höhle. Hier in der Höhle da, ne? Wo diese Pfeile drunter kommen. Da ist Alu ein bisschen mit drinne. Ja, ich will auch mal mit Questim streamen, Ruby. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ich muss da nur erstmal die Bedingungen dafür schaffen, weil ich ja wie gesagt auf der Couch streame. Was nicht ganz so einfach ist. Ist aber durchaus geplant die nächste Zeit. Ich versuche es dieses Jahr noch hinzukriegen. So blöd wie es klingt, dieses Jahr. Ne? Wir haben ja erst Anfang Oktober. Aber ja. Auf jeden Fall, Trevor, hier ist Alu. Hier findest du Alu und du findest da hinten, siehst du diese Steindinger, da ist auch Alu mit bei. Das ist das Alufeld. Das sind die beiden nahegelegenen Aluquellen bei dir. Dann hast du noch Alu, guck mal, wenn du hier durch die Höhle durchgehst. Ich muss irgendwie Schluss machen. Egal, das zeige ich dir jetzt noch. Wenn du hier durchgehst. Da muss es natürlich schon ein bisschen wärmer sein bei dir, dass der Eisflopfen hier geschmolzen ist. Beziehungsweise, warte mal, ich glaube, du kommst auch von außen rein. Moment. Also du kannst entweder durch die Höhle da gehen oder, Moment, du gehst außen rum. Du gehst einfach an dem Höhleneingang, du kommst ja von da. So. Kommen wir von da immer. Und da hinten ist meine Base. Dann siehst du die Dinger. Dann gehst du hier einfach an der Höhle vorbei. Ich glaube, von außen ist sie nämlich nicht verschlossen. Findest du einmal natürlich Schwefel und zum anderen auch öfter mal Alu hier. Guck mal hier, ne? Alu. Das sind so die drei nächsten Punkte von hier aus gesehen, wo du Alu findest. Also hier vom Startgebiet aus gesehen. Ich denke mal, du wirst ja auch im Startgebiet
ungefähr geblieben sein. Hier im Schwefelding ist natürlich ein bisschen schwierig, das Alu vom Kobalt zu unterscheiden, weil die sich von der Form her sehr ähnlich sehen. Ne? Hier, Kobalt. Aber hier hast du auf jeden Fall auch noch Alu mit bei. Ich weiß, am Anfang ist es tatsächlich echt anstrengend. Ah nee, warte mal, hier bin ich in der falschen Höhle. Da hinten ist der richtige Sonnenstart. Wir müssen auch schnell zurück, weil jetzt gleich sonst mit dem Wasser ausgeht. Ja, da kannst du auf jeden Fall, wie gesagt, falls hier in der Höhle der Eingang noch zu ist, musst du außen rumgehen. Aber da, an den Punkten findest du überall Atem. Oder hattest du die drei Punkte schon abgefahren? Kannst auch gucken, bei den Asteroiden, die runterkommen, hast du auch öfter Alu mit bei. Die Anfangsasteroiden. Wie gesagt, an den drei Punkten, die ich dir gezeigt habe. Trinken.